Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich bin euer Exitus Master und wir befinden uns auf einem wunderschönen Planeten, der 2175 heißt, also eine unerforschte Gartenwelt. Hinter uns ist das Wrack der USS Gernsback. Wir haben gerade im Schiffswrack ein paar Loks gefunden, haben mit der Sender-VI gesprochen und wir haben noch keine Leute gefunden, aber wir sollten mal weiter uns in der Umgebung umschauen. Vielleicht finden ja welche Leute. Ein paar Überlebende, aber wir nehmen sicherheitshalber mal unser Gewehr in die Hand. Da ist ja schon einer. Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert, aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger, sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Beruhigen Sie sich. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung... Vorsicht! Jäger, Sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen, Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Ihr wollt Ärger, könnt ihr haben. Kopfschuss. Danke, Morden. Kopfschuss. Komm nochmal raus. Wilder Jäger, komm raus. Ah, daneben. Die bewegen sich auch immer so schnell. Zack. Erwischt. Erwischt. Da kommen noch welche. Seid kein Hindernis für mich. Haben wir sie jetzt alle? Da ist noch einer. Komm. Komm. Setz den Neuralschock ein. Komm, versteck dich nicht wie ein Feigling. Danke fürs Vorbeigucken. Schlimmer als neuraler Verfall. Vermute er geistige Instabilität. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Stimmt, überleben noch. Sie haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Sie hat den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Den werden wir auch finden, keine Sorge. Oder die werden wir finden. Ersatzteile, die bergen wir mal. Genießen mal, was die Aussicht. Also ein Teil des Schiffes fehlt. Kann ja nicht so ausgesehen haben. Fehlt da die Vorderseite oder ist die Vorderseite da? Wer weiß. Was haben wir hier? Ausgeschlachteter Mac. Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Es sind nur Frauen da, keine Sorge. Vor denen brauchen wir keine Angst zu haben. Die haben auch keine Waffen dabei. Eindeutig friedlich. Trotzdem die gleichen Uniformreste wie die, die uns angegriffen haben. Aber es sind nur Frauen. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf. Und nur die Männer werden gewalttätig. Vorherige Frau sagte, Jäger wären verstoßen worden. War der Grund dafür ihr Verhalten oder ihr Geschlecht? Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts! Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Vielleicht war ja der Himmel gerade beschäftigt und kam kein Freizeichen. Kein gutes Zeichen, Jacob. Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob. Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht, es muss aufhören. Nahrungsmittelhaufen, sieht aus wie eine Kiste. Sehen Sie sich diese Vorräte von verdorbenen Lebensmitteln an. Ich sehe es. Sie haben seit ewigen Zeiten nur das giftige Zeug von hier gegessen. Das ist doch wohl offensichtlich genug. Überlebender reden. Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht.
Noch ein Überlebender. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich will nicht bestraft werden. Ich ebenfalls nicht. Überlebender. Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie werden uns hier festhalten. Überlebender. Er wacht über uns, beschützt uns. Und wir erfüllen dafür alle seine Forderungen. Sehr artig. Überlebender. Die Jäger werden Sie umbringen. Sie kämpfen, weil er sie verstoßen hat und weil er zu lange gewartet hat. Überlebender. Er ist böse. Er hat ein böses Gesicht, genau wie der andere. Sie werden mir wehtun. Sehr wehtun, Statue. Was zur Hölle? Jemand muss sie dazu gebracht haben, das zu machen. Es grenzt an Verehrung. Könntest recht haben, Jacob. Da oben sind noch welche. Zwei. Oh, Feinde. Dong. Dong. Falsches Ziel. Wie falsches Ziel? Bin nicht vertraut mit der Vorgehensweise, die eigenen Leute mit tödlichen Methoden zu unterdrücken. Er muss Gründe dafür gehabt haben. Vielleicht hat er sich nur verteidigt. Oh, habt ihr jetzt noch dazu was zu sagen? Meine Hoffnung. So heißt doch das Wort. Oder? Hoffnung? Oder Shepard. Doktor, da ist der Doktor. Bitte, hierher. Sie könnten es beenden. Sie haben sein Gesicht, aber Sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das, ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was Sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Was steht drin, Jacob? Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Das erklärt aber keine 10 Jahre. Der Sender war nach etwa einem Jahr repariert, also hat der Plan offensichtlich funktioniert. Warum kein Signal? Das waren nicht die letzten Einträge in dieser Liste. Es folgen weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Okay. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Neuraler Verfall, kann man das behandeln? Steht etwas darüber da, ob man die Effekte der giftigen Nahrung behandeln kann? Nein, aber es sieht mir nach der richtigen Entscheidung aus. Denn wenn jeder darunter leidet, wer soll dann den Sender reparieren? Und dann käme keiner mehr hier weg. Aber sie haben ihn repariert. Und das Signal wurde erst jetzt gesendet. Langsam durchschaue ich die Hintergründe. Okay, Abtrennung der Frauen. Steht da, warum Männer und Frauen getrennt wurden? Oder ist es so schlimm, wie es aussieht? Nein, es wird dann immer unzusammenhängender. Möglicherweise sind die Männer schon früh gewalttätig geworden. Aber so wie es hier aussieht, ist das mit den Jägern noch nicht sehr lange aktuell. Für das, was er hier zugelassen hat, Shepard, fällt mir keine Rechtfertigung ein. Mir auch nicht. Was ist mit den anderen Offizieren geschehen? Wir haben keinen der anderen Offiziere gesehen. Hat er sie umgebracht? Nach dem Absturz waren noch 5 von ihnen übrig. Mediziner, Ingenieure, welche von der Brücke. Also war es eigentlich kein Problem, den Sender zu reparieren und die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Etwa einen Monat nach der Reparatur des Senders sind alle innerhalb von einer Woche gestorben. Ergibt das Sinn für Sie? Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Das stimmt. Ich muss diesen Mann finden. Wir werden diesen Mann finden, keine Sorge, Jacob. Aber jetzt tun wir erstmal diesen inaktiven Mac scharf machen, indem wir ihn umgehen. Das ist schwer zu knacken. Da haben wir eins. C. Wo haben wir das? Da. Ich glaube, das wird knapp. Okay, wir schaffen es doch noch.
Gerade im letzten Moment, ey. Okay, weg, 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 weg. Oh, oh, weg, 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 weg. Glück gehabt. Jetzt haben wir uns den Weg freigesprengt. Hier spricht Captain Ronald Taylor. Dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Er ist es wirklich. Verdammt. Gerade erst freigekommen? Er will seinen Arsch retten. Leichen auf und untersuchen. Alte Leichen wurden aufgestellt. Eine Warnung vielleicht. Die neuen wurden da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Und wieder runtergefahren. Ja. Vorsicht! Nachdem die Crew gewalttätig wurde, habe ich die Verteidigung automatisiert. Sie greifen immer noch an. Ich hatte keine Wahl. Er hatte immer eine Wahl. Es muss zu spät jetzt sein, Opfern die Schuhe zu geben. Kann nicht ausreichen. Kritischer Systemschaden. Muni aufsammeln. Hier ist noch so ein kleines Lager. Aha, wen haben wir denn da? Hey! Ersatzteile, die bergen wir mal. Eine Maschinenpistole. Könnte eventuell sein, Shepard. Erstmal Muni aufsammeln. Hey! Dong! Und da hinten ist noch einer. Zieh den mal weg. Nicht dahin, Jacob, dahin. Muni. Ich brauch mal die Destrupper-Munition. Helft doch mal mit, Mann. Was ist los mit euch, Leute? Also. Ich musste sie beschäftigt halten, sie ablenken, aber es wird immer gefährlicher. Zum Glück sind sie jetzt hier. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. So ein Dreckskerl, ey. Den machen wir fertig. Okay, jetzt gibt's ab. Energieersatzteile? Hier haben wir Energiezellen. Düt. Düt, düt. Offline. Es hat Jahre gedauert, meine Waffen auszubilden, aber ich fürchte, um mich zu retten, werden sie bekämpfen müssen. Okay. Ja, es scheint ein riesen Arschloch zu sein. Verdammt, habe die Schilder verloren. Ja, ich bin auch noch daneben geschossen. Komm nur rüber! Komm nur rüber hier, ey. Oh oh. Das haben wir ein Problem. Nehmen wir mal meinen Phaser. Mordin ist müde. Yeah, yeah. Oh. Da wollte er nicht mehr in Deckung gehen. Jetzt bin ich tot. Super. Schon wieder getötet worden. Das darf nicht wahr sein. Und das nur wegen dieser dämlichen Steuerung, ey. Wo spawn ich neu? Wo spawn ich neu? Das ist fair. Das ist fair. Komm, wo seid ihr denn? Waffen bereit machen! Die sind bereit. Erwischt. Er bildet aus. Ding, Kopfschuss. Ja. Auf die Drohne aufpassen. Da ist Jacob. Au. Alright, alright, Phaser.
geht nirgendwo hin. Na, Mac? Jetzt muss ich ganz allein gegen ihn kämpfen, das gibt's ja nicht. Ziemlich blöd, du Scheißroboter. So. Schluss jetzt mit den Spielereien. Genau. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Und ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Das möchte ich auch mal hören, was der dazu zu sagen hat, dass ich einmal gestorben bin. Hier gibt's nichts mehr. Da ist noch ein Datenbett. Pad. Und da hinten ist er. Aber ich mache hier mal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Mass Effect 2. Haut rein, Leute, und bis dann.